Herzlich willkommen zum Podcast für die Gamescom. Ich bin Johannes. Und ich bin der Alex. Wow, das hat schon mal gut geklappt bis hierhin. Wir wollten einfach einen kleinen Podcast über die Gamescom machen. Heute schon, was wir uns angucken wollen und so ein paar Fakten über die Gamescom. Die Gamescom hat geöffnet ab morgen. Das ist dann der 22. 25. genau. Bis zum 26.8. Dabei ist zu sagen, dass morgen reiner Pressetag ist, eigentlich, und die restlichen Tage auch für Besucher offen ist und dass das Pressezentrum dann am 24. auch schon wieder schließt, also die Business Area. Aber ich habe ja gesagt, eigentlich nur reiner Pressetag, weil du bist ja morgen auch schon da, Alex, oder? Genau. Coole Leute wie ich kommen morgen schon rein. Na toll, ich nicht. genau, also du kommst morgen ab 13 Uhr rein, wenn ich das richtig noch im Kopf habe. Richtig, steht zumindest auf dem Ticket. Okay, nämlich die normale Presse, die kommt schon etwas vorher rein, die kommt um 9 Uhr rein, die ganzen Tage, und du kommst morgen um 13 Uhr rein, und die restlichen Tage ist auch für Besucher erst ab 10 Uhr geöffnet, aber in den letzten Jahren haben wir es schon erlebt, dass auch die Pforten schon etwas früher öffnen, wenn genügend Leute da sind, wovon auszugehen ist. Apropos genügend Leute, es ist so, dass die Karten hier schon weitestgehend vergriffen sind. Für Mittwoch gibt es noch Karten, für alle anderen Tage ist das schon alles vergriffen, also da gibt es nur noch Nachmittagstickets ab 14 Uhr, wenn genügend Leute rausgehen sollten. Wenn die nicht rausgehen sollten, dann hat man eben Pech gehabt. Ja, erfahrungsgemäß geht keiner vor 4 Uhr raus. Genau. Und dann lohnt sich die Nachmittagsketten auf jeden Fall nicht. Ja, nicht, nee. Nee. Was sich aber lohnt auf jeden Fall, was man so von Berichten hört, ist dieses City Festival. Da treten verschiedene Bands auf. Das ist eben in der Kölner Innenstadt. Und da kann man einfach nach der Gamescom hingehen, weil die Karten, die man ja hat für die Gamescom, auch für die Regionalbahnen sind. Und also Straßenbahn, U-Bahn und so weiter und so fort. Genau, Nahverkehr. Genau. Das erstmal so zu den Fakten. Dann schauen wir doch mal an, was wir uns für Spiele anschauen wollen. Da ja du schon morgen da bist und durch diese Wildcard, die du hast, schon wenig los ist, was möchtest du dir denn angucken, wo du denkst, dass viel los sein wird? Auf jeden Fall Assassin's Creed Origins. Da, die Assassin's Creed-Stände in den letzten Jahren immer sowas von überfüllt waren, dass man einen kompletten Tag dafür aufbringen musste, nur für Assassin's Creed anzustehen. Das stimmt. Dann gucke ich mir Star Wars Battlefront 2 an. Davon hatten wir uns ja den ersten Teil auf der Gamescom 2015 angeschaut. Genau. Da gab es insgesamt 3 Stände. Einen für den Koop-Modus, einen für den Flugmodus und einen für normale Bodenschlachten. Und bei den Bodenschlachten war sowas von viel los. Da haben wir gar nicht erst versucht, uns anzustellen. Da denke ich mal, dass dieses Jahr auch wieder viel los sein wird. Ja, denke ich mir auch. Also ist halt auch die Marke Star Wars, die da zieht, gehe ich davon aus. Und richtig. Die ganzen Battlefield-Fans, die auch noch dazukommen. Also ich glaube, das ist genügend da. Genau. Du hast eben auch Assassin's Creed genannt. Die haben ja letztes Jahr ausgesetzt, die Reihe. Mhm. Und wollen ja jetzt mit Origin mit neuen Schwung zurückkehren. Mal schauen, ob das was wird. Was sagst du zum anderen Ubisoft-Spiel Far Cry 5? Da bin ich auf jeden Fall überrascht, dass die dieses Mal nicht so auf die Story-Schiene gegangen sind. Mit Far Cry 3 fing das ja damals an, dass was so sehr im Vordergrund war, immer wenn irgendein Trailer gezeigt wurde oder so. Mit Far Cry 4 hatten sie das dann ja quasi wiederholt. Aber von Far Cry 5 hat man bisher eigentlich nur reines Gameplay gesehen, nicht viel von der Story. Und das stimmt. Also es ist ja irgend so eine komische Sekte da in Amerika. Genau. Die dann bei den ganzen Rednecks so angesiedelt ist, also in der mittleren USA. Also bin ich auf jeden Fall mal gespannt, weil der in den anderen
Gebieten, wo die immer waren, haben sie sich ja nicht schwer getan damit, dass dort das totale Kriegsrecht anscheinend herrscht und dass da jeder machen kann, was er anscheinend möchte. Wie die das jetzt in den USA verpacken, bin ich mal gespannt drauf, weil, also ich hatte die USA bisher immer so im Kopf, dass das doch ein recht sicheres Land eigentlich ist. Mal schauen. Außer in GTA. Das stimmt. Wer weiß. Ja. Aber ich hoffe mal, dass sie nicht wieder einen Far Cry 3-Klon machen, so wie die letzten paar Male. Ach so, dass du meinst einfach, dass das das Gleiche ist wie immer. Genau. Vom Prinzip her. Ja, die hatten ja dann auch die zwei kleineren Ableger, wo die auch, also einmal Blood Dragon und auch wenn man bei Far Cry Primal, da hatten sie auch die Map von Far Cry 4 recycelt, vom Prinzip her. Genau. Daher. Das war ja nicht wirklich viel Neues und von dem, was ich gesehen hatte, Far Cry 4, was ich nicht gespielt hatte, auch so ziemlich dasselbe wie Far Cry 3. Ja, also ich habe alle Teile gespielt, außer den ersten, den hast du aber gespielt dafür, glaube ich. Genau, und bei Far Cry 4 war es schon interessant, aber es war halt das gleiche wie auch bei Far Cry 3 vom Prinzip her. Richtig. Und ich meine, das ist gut, aber man kann ja auch mal was Neues machen. Ja. Apropos neue Marke bei Ubisoft, gibt es ja auch noch Skull and Bones. Das ist ja ein Piratenspiel. Also auf mich hat es den ersten Eindruck gemacht, dass die da einfach Assassin's Creed Black Flag nehmen, das Ganze dann die Assassinen und Templer rausschmeißen aus dem Spiel und dann und daraus ein eigenes Spiel verkaufen. Machen. Genau. Ja. Das wird auf jeden Fall auch interessant. Ja, was ich auch immer schon zu dir gesagt habe, dass Assassin's Creed, wie heißt es, Black Flag eigentlich ein geiles Spiel ist, wenn man Assassin's Creed rauslassen würde. Richtig, auf jeden Fall das beste Piratenspiel, das es bisher gab. Das stimmt. Und die Entwickler, die die Seefahrten schon bei Assassin's Creed 3 gemacht haben und auch die restlichen Seefahrten und auch größtenteils dann das Black Flag entwickelt haben, die entwickeln auch das Piratenspiel. Das sind, die kommen aus, wie heißt das Land nochmal? Singapur war das, oder? Genau, Singapur. Genau. Dann gibt's aber auch noch ein Piratenspiel, was rauskommen soll demnächst. Das hatten wir auch schon letztes Jahr gezockt. Das ist Sea of Thieves. Richtig. Wenn ich das richtig ausgesprochen habe. Von Microsoft. Das ist ja eher in der Comic-Grafik angesiedelt, wenn ich das so, also so fand ich das. Und was war noch damit? Genau. Und da hast du eben mit einer ganzen Mannschaft, du malst das Schiff und jeder hat da seine eigene Aufgabe. Spaß machen tut es schon, aber ich glaube, das ist so ein ganzes Spiel, das musst du unbedingt zwingend im Koop spielen. Das, genau, das muss auf jeden Fall online zocken. Wobei ich von dem Spiel gehört habe, dass sie dieses Jahr auch auf der Gamescom schon das Crossplay zwischen PC und Xbox zeigen. Echt? Okay, das habe ich gar nicht mitbekommen. Das ist schon mal interessant. Ja, also es war ja schon länger bekannt, dass das auch auf dem PC kommt. Genau. Und dass es ein Crossplay-Spiel werden soll, aber richtig in Aktion sehen konnte man das noch nicht. Das stimmt. Also, da bin ich auf jeden Fall mal gespannt, weil ich gehe davon aus, dass es auch spannend wird, weil vom Prinzip her die Tastatur und Maus, die Steuerung, und da hast du ja nur den Controller, also. Aber es ist ja ein First-Person-Spiel, von daher denke ich, dass das sehr gut mit Maus und Tastatur zu spielen ist. Genau, und das ist ja auch dann für Microsoft, sage ich jetzt mal, ein Exklusivprodukt. Also es gibt jetzt nicht auf der PS4 oder sonst irgendwo, sondern ist ja Microsoft exklusiv. Ja, ich denke auch mal, dass das auf dem PC dann nur über den Windows 10 Store zu haben sein wird. Ja, gehe ich auch davon aus. Würde auf jeden Fall den meisten Sinn machen. Was mir auch noch auffällt bei Microsoft, die haben Age of Empire, das erste Teil müsste das sein, neu aufgelegt. Muss ich ganz ehrlich sagen, ich habe noch kein einziges Spiel davon gespielt, aber ich habe bisher nur Gutes gehört. Ja, also den zweiten Teil habe ich damals, als der noch aktuell war, total gesuchtet. Den ersten hatte ich auch schon ein bisschen angespielt, Jahre später dann. Hatte mich dann nicht mehr ganz so fasziniert, weil es schon
ein Downgrade gegenüber dem zweiten ist. Klar. Aber wäre ja schlimm, wenn es nicht so wäre. Ja, aber ich bin trotzdem mal drauf gespannt, wie die HD-Version laufen wird. Ja, bin ich auch mal gespannt. Ich meine, Microsoft kann das ja, Sachen wieder auf HD umlegen. Hast du ja gesehen, mit Halo 2 zum Beispiel haben die das ja auch umgelegt auf HD. Ja. Wobei das ja auch, ja. Also Age of Empires 1 und 2 sind dann auf jeden Fall zwei Spiele, wo sich das dann auch lohnt. Nicht so, wie das während dieser Konsolengeneration so gerne gemacht wird, einfach Spiele von Xbox 360 und PS3 nehmen und auf PS4 und Xbox One portieren und dann ein bisschen extra Geld machen. Für Spiele, ja, da hast du recht, da sehe ich den Sinn echt nicht. Natürlich, wenn du das Spiel nicht hast, klar, dann kann man das nochmal auf die neue Konsole auflegen, aber vom Prinzip her glaube ich nicht, dass da so viele Verbesserungen sind. Also da wird auch so eine ganz normale Game of the Year Edition meiner Meinung nach ausreichen. Richtig. Oder wie Microsoft das mit der Abwärtskompatibilität macht. Ja. Und ja, das. Sony macht jetzt ja auch das mit PS Now, dass man die PS3-Spiele auf der PS4 und ich glaube auch auf diesem PlayStation TV-Stick streamen kann. Genau. Das ist auf jeden Fall spannend. Da kriegst du natürlich eine neue Erfahrung mit diesem Age of Empire. Aber eine neue Erfahrung wird auch sein, bitte jetzt nicht lachen, für den Landwirtschaftssimulator 2017. Nämlich, also der Marketing-Gag dahinter finde ich extremst lustig. Das ist schon ein bisschen länger aus. Es ist so, dass die Giant Software, das sind die Entwickler von der Landwirtschaftssimulator-Serie, die haben auch noch einen anderen Simulator, aber der ist egal. Erstmal für diese, die hauen immer am 1. April immer irgendwelche Gags raus. Also die hatten letztes Jahr, was hatten die da als Gag? Das weiß ich schon gar nicht mehr. Vom Prinzip her sind die immer lustig. Dieses Jahr hatten die als Gag am 1. April hier, wir haben jetzt eine Box konzipiert mit einer Firma zusammen und diese Box macht, dass du die Gerüche im Spiel auch entsprechend riechen kannst. Das war erstmal nur ein dummer Gag von denen und ich dachte, ja, es ist halt lustig, haha, gelacht. Jetzt haben die aber für die Gamescom 2017 gesagt, ja, das gibt's jetzt wirklich. Also, die haben da Spielstationen, laut denen ihre Internetseite aufgebaut, mit VR-Headset und dann dieser Maschine, die dann entsprechend aus 10 Behältern verschiedene Duftsorten machen kann. Zum Beispiel Holzgeruch beim Segeln oder Hexen, Geruch des Waldes, sobald man ihn betritt, die Erde beim Gruppern oder Pflügen, Kartoffeln bei der Ernte und mein Highlight, frisch gemähtes Gras. Also meiner Meinung nach ist frisch gemähtes Gras der geilste Geruch ever. Dann weiß ich echt, dass es Sommer ist, dass es einfach schön warm ist, läuft. Und wenn die das wirklich verdammt, also wenn die das funktionieren würde, wäre das meiner Meinung nach nochmal einen Schritt in die Richtung besseres Spielerlebnis mit VR. Und du hast gesagt, dass, ja, genau, mit dem VR, das hast du auch gesagt, dass du auch noch eine VR-Brille aufhast. Genau. Also ich bin da jetzt mal echt gespannt, weil, also was man ja kennt, sind die ganz normalen VR-Brillen, dass du dich im Raum bewegen kannst, umgucken kannst. Da gibt es ja noch diese Gestelle, wo du dich reinstellst und dann kannst du fühlt sich an, als ob du dich bewegen würdest. Und jetzt hast du eben noch den Geruch dabei, was eben, wenn du jetzt als Beispiel Traktor fährst, da sitzt du ja auch vom Prinzip her. Also du musst schon mal nicht stehen, weil das finde ich, das ist das Schwierigste an VR. Wenn du jetzt eine Gaming-Session hast, über 4 Stunden oder so, wo du einfach die ganze Zeit stehst, ich weiß nicht, finde ich jetzt nicht so super. Ich würde da lieber sitzen. Ja. Wenn du halt im Traktor bist, sitzt du halt. Da hast du schon mal den Punkt, den ich immer bemängel, abgenommen vom Spiel. Also, das reißt sich ja nicht zusätzlich aus der Illusion raus. Also, ich find's immer total doof, wenn du rennst, aber du sitzt auf deinem Sofa. Das ist halt so, ja, da kannst du auch auf Fernseher spielen. Und genau, dann auch jetzt mit dem Geruch dabei. Also, ich bin da echt mal gespannt, wie das wird. Und selbst du als Nicht-Landwirtschaftssimulator-Fan sagst, könntest du ihn mal angucken. Ja, das werde ich mir auf jeden Fall auch angucken, wenn du das machst. Auf jeden Fall. Mal gucken, ob ich da aussehe wie der letzte Kacknoob. Nee, du bist doch der größte Landwirtschaftssimulator-Let's Player aller Zeiten.
Das stimmt, wiederum, das stimmt. Gibt es denn sonst noch irgendwelche Sachen, die dich, irgendwelche Spiele oder Sachen, die du auf die Gamescom in Angriff nehmen möchtest? Was ich gerade gesehen habe, vor 12 ja. Minuten hat Windows getwittert, also der Windows-Kanal auf Twitter, ja. dass Age of Empires 2 und 3 Remasters angekündigt wurden. Sicher, dass das der, der Twitter-Kanal von Windows war und nicht von Fabian Döhler? Nein, das ist der offizielle, @Windows. Sicher? Ja. Okay. Nämlich Fabian Döhler könnt ihr auch mal auf Instagram, auf Twitter oder Instagram folgen. Falls ihr das nicht kennt, das Video, das ist mega geil. Der hat das Design der ersten Xbox bei der ersten Folge Giga Games geleakt. Hm. Und also und hat ist auch, glaube ich, deswegen geflogen bei Microsoft. Der hatte, die hatten das exklusive Fanmagazin betreut und es sind dann eben ist daraufhin dann geflogen. Und jetzt hat er einen Tweet rausgehauen, wo er schon auf der Gamescom ist, mit dem Stand von Microsoft und sagt, dass er wieder Sachen leaken würde. Deswegen hatte ich gedacht, na, vielleicht hat es auch er einfach noch getwittert. Hm. Naja. Nee, das hier kam auf jeden Fall offiziell von Microsoft. Ja, okay. Das ist doch gut. Jo. Steht nur nicht mehr dabei, ob man das auch schon auf der Gamescom austesten kann. Ja. Mal schauen. Aber ich gehe davon aus, wenn du das erste Teil los, dass du dann notfalls auch dir irgendwie Zugang holst, wenn das jetzt nicht alles in einem Paket erscheinen wird, wo du eine Beta freischaltest oder so. Wäre ja nicht das erste Mal. Ich bin mal gespannt, wie das wird, weil Age of Empires 2, die HD-Version gibt's ja schon auf Steam. Ja. Da frage ich mich, ob es überhaupt noch größere Verbesserungen gibt, weil das kann man ja auch in 4K spielen, so gesehen. Das stimmt. Ja, ich gehe davon aus, sie wollen einfach jetzt die komplette Serie einmal remastern, damit sie es durch haben. Hm. Wäre natürlich dann sinnvoll, wenn die das dann benutzen, den Hype oder die Fanmenge, ob sie dann nochmal sagen können, okay, es sind genügend Leute da, die das kaufen, wir hauen einfach nochmal ein neues Age of Empire raus. Dass sie damit einfach die Stimmung messen. Weil es ist ja sehr wahrscheinlich jetzt nicht der, meiner Meinung nach, nicht der größte Aufwand, das nochmal entsprechend neu aufzulegen. Ja. Nee, also HD-Remasters von so alten Spielen aus den 90ern finde ich schon in Ordnung. Ja, es macht auf jeden Fall Sinn. Und, aber ich finde es jetzt, also es macht auch Sinn, dann nochmal irgendwie ein neues Spiel aufzulegen, weil wann kam der letzte Teil raus? Gefühlt doch vor Jahren. 2005 oder so? Ich guck mal ja. kurz nach. Ja, 2005. 2005, okay. Ja, dann und könnte als, das HD-Remake vom zweiten Teil gemacht wurde, haben sie auch noch ein neues Add-on rausgehauen. Ah, okay, das macht ja Sinn. Jo. Ich denke mal, dass dann der erste Teil auch nochmal ein neues Add-on kriegen wird. Beim dritten ist das ein bisschen fraglich, aber wundern würde mich jetzt auch nicht. Ja, kann man ja machen, also spricht ja nichts dagegen. Dann habe ich mir auch noch aufgeschrieben, was mich Mario wird mich interessieren, also generell der Stand von Nintendo, da ich leider noch keine Nintendo Switch in der Hand gehalten hatte. Hm. Weiß ich nicht. Also mich würde es einfach mal generell die Switch interessieren, wie sie sich so anfühlt und wie das so ist. Und so wie ich das mitbekommen habe, wird auch Mario auf der Gamescom gezeigt. Ist halt meiner Meinung nach ein cooles Spiel. Also wenn es neu rauskommt, die bauen da wenig Scheiße. Ja. Wobei, vielleicht kann man erst Splatoon 2 auf der Gamescom austesten. Ja klar, okay, stimmt, das kommt ja auch raus. Das wird diese Woche veröffentlicht. Ah, kommt das diese Woche schon raus? Ja. Ja. Ich gehe davon aus, auf jeden Fall, dass man dann auch das Ganze dann testen kann. Wäre nicht schlecht. Dann noch was sehe ich gerade. Die haben ja auch mehr Hallen als die sonstigen Jahre, wenn ich das nicht so richtig sehe. Finde ich schon mal gut. Ich hoffe, dass die jetzt auch nicht
den Fehler machen, einfach mehr Leute dann reinlassen, da das schon in den letzten Jahren sehr, sehr voll war. Ich habe mir aufgeschrieben, ich habe mal gerade geguckt, 345.000 Leute. Krass. Waren letztes Jahr auf der Gamescom. Also, ich weiß jetzt nicht, ob 345.000, wenn er jetzt, wie wir, an zwei Tagen war, ob wir dann zweimal gezählt worden sind, ich gehe davon aus, aber es ist einfach nur krass, dass so viele Leute da auf der Gamescom rumlaufen. Wenn du sich überlegst, dass in ein normales Stadion zwischen 50 und 80 Zuschauer reingehen und da hast du einfach mal 350.000. Das ist einfach mega viel, meiner Meinung nach. Zu viele Leute können sie ja nicht reinlassen wegen Sicherheitsbestimmungen. Das stimmt, zum Glück. Also das wird auch, also gegen Mittag, finde ich, wird es immer schwer eng da. Mhm. Auch noch ein Tipp für die ganzen Leute, die das erste Mal auf die Gamescom fahren. Nehmt euch einen Rucksack mit, tut da Wasser rein. Ey, es ist Gamescom-Wetter, es ist immer heiß. Also seit die Gamescom, seit 2008 ist die Gamescom in Köln. Und seit diesem Zeitpunkt ist an Gamescom das Wetter immer über 30 Grad. Immer. Egal, ja, wann die da in Köln ist. Nimmt Wasser mit. Ist, und ihr kommt auch mit Wasser rein, ihr kommt mit dem Rucksack rein. Alles gut. Und wenn ihr den Merch abgreift, könnt ihr ihn da reinstoppen. Nimmt auf jeden Fall Wasser mit. Und Essen. Essen. Ja, weil das Essen auf der Gamescom ist A, schlecht, B, teuer. Richtig. Macht zusammen, doppelschlecht. Kauft es nicht. Und was auch immer wieder hilft, duscht vorher und nimmt Deo mit. Es ist warm. Es ist keine Schande, Deo zu benutzen. Es ist eine Schande, Deo nicht zu benutzen oder nicht zu duschen. Das sind Schanden. Richtig. Ihr tut euch selbst und anderen einen Gefallen. Einen großen Gefallen. Einen sehr großen. Also mir auf jeden Fall. Ja, lach nicht. Es ist unfassbar. Also ich habe gerade mal geguckt, morgen vormittags wird es 20 Grad und nachmittags 24 Grad. Ja. Und in Köln steht die Luft. Das ist einfach so. Das sind einfach Fakten. Glaubt's uns. Ihr wollt's nicht. Das ist einfach total warm. Ist halt Gamescom-Wetter. Ist halt auch geil. Die Gamescom bietet auch draußen viele Aktivitäten. Da kannst du Cocktails trinken, ein bisschen Beachvolleyball spielen. Die haben meistens so einen riesen Grill. Kannst dich da erinnern? Hinter der Halle 6 ist vorne beim Eingang Nord. Hinter der Halle haben die eine riesen Fläche. Da sind die auch mit Motocross-Maschinen, also Shows machen die da, also echt gutes Programm, aber es ist halt warm, es ist voll, es ist halt einfach so. Genau. Fällt dir sonst noch irgendwas ein, was man den Leuten als Tipp vielleicht noch mitgeben könnte oder so? Sonst würde ich einfach sagen, wir reden morgen nochmal, nachdem du da warst. Genau. Und dann frage ich dich mal nach den ersten Eindrücken. Richtig. Sonst fällt mir sonst auch nichts ein, was wir jetzt noch reden könnten. Okay, also noch ganz kurz zusammengefasst. Für Mittwoch sind noch Karten da. Da könnt ihr euch welche kaufen. Stand jetzt. Nachmittagstickets gibt es auch noch. Lasst es sein, das bringt nichts. Nehmt Trinken mit, nehmt Essen mit, nehmt Deo mit. Und genau. Trinken. Und Rucksäcke sind nicht verboten. Könnt ihr mitnehmen, kommt ihr rein mit. Könnt ihr das den Merch, den ihr abgreift, wenn ihr welchen habt oder was da kauft, könnt ihr einfach reintun. Alles super. Und wenn ihr Cosplayer seid, keine echt aussehenden Waffen mitnehmen. Stimmt. Das haben wir immer noch, diesen Scheiß da. Ja. Ja. Aber es gibt weggehen. Schlimmeres. Ich denke auch. Es gibt echt Schlimmeres. Gut, dann würde ich mal sagen, das war's für heute. Dann bis moin. Bis denn. Tschüss.